Servus, liebe Pizza Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt's die Team of the Week 31 Prediction. Es sind wieder eventuell viele Once-to-Watch-Spieler am Start, Path-to-Glory-Spieler, die es ins Team der Woche schaffen könnten. Vorab, Leute, ihr hört's mittlerweile wahrscheinlich noch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Falls ich mich da ein bisschen komisch anhöre, tut's mir auf jeden Fall leid. Und ich habe vor 3 Stunden noch ein Video hochgeladen zu Cessignon Player of the Year. Und danke für euer Feedback und allgemein, Jungs, danke für alle Kommentare, die ihr unter jedem Video schreibt. Ich finde, das ist somit das Coolste, was es auf YouTube gibt, diese Kommentarfunktion, dass man einfach Sachen lesen kann. Da könnt ihr auf jeden Fall den einen oder anderen YouTuber, den ihr gerne habt, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das wird kein YouTuber bestreiten. Und letzte Episode, 1600 Daumen nach oben wieder. Wenn wir annähernd in dieser Episode so viele schaffen würden, wäre mega krass. Und Jungs, ohne jetzt noch großartig weiter zu quatschen, geht es los mit den Torhütern. So wie jede Woche ist es bei den Torhütern einfach ein bisschen schwieriger zu sagen, wer da rankommt, aber ihr kennt die Geschichte. Und es geht los mit Donnarumma. Er hat gegen Napoli einfach mal 0:0 gespielt und er hat so viele Paraden rausgeholt. Ihr hättet das Spiel sehen müssen. In der letzten Sekunde des Spiels kommt einer von Neapel zum Schuss und er hechtet sich dann auch hin und holt den Ball raus, sonst wäre es 1:0 gewesen und somit haben sie ein gutes Ergebnis mit nach Hause nehmen können. Er wurde natürlich zum Spieler des Spiels, genauso wie die meisten, die hier dabei sind, und es geht rüber zu einem Argentinier und sein Name lautet Ardente. Er hat gegen Olympio beim 2:0 Sieg einen Elfmeter gehalten, hatte eine 9,3er Bewertung, das ist ziemlich stark, und wenn ein Torhüter einen Elfmeter hält, ihr kennt die Geschichte, dann kann es natürlich sein, dass er ins Team der Woche kommt. Wir werden sehen, was EA am Ende da raushauen wird, und jetzt gehen wir rüber zu einem deutschen Spieler von Sandhausen und das ist Schuhen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Aber er hat beim 2:0 Erfolg gegen Duisburg 11 Paraden rausgeholt. Das ist einzigartig die Woche gewesen. Er hat zwar keinen Elfmeter gehalten, aber mit dieser Anzahl von Paraden und wie er die Bälle rausgeholt hat, ist sehenswert. Und somit hätte er sich auf jeden Fall auch einen Platz im Team der Woche verdient. Jetzt geht's rüber zu den Verteidigern. Und übrigens hatten wir letzte Woche 16 Treffer in der Team of the Week Prediction. Da bin ich natürlich immer froh drüber, wenn es so viele sind wie möglich. Und es geht los mit Raúl. Das wäre bereits sein dritter Inform, Jungs. Und schaut euch diese Karte an. Bis auf sein Tempo sind die Stats wirklich überragend gut. Er wird wahrscheinlich auch eine Team of the Season Karte bekommen und dann wird das richtig schmackhaft. Was hat er gemacht? Er hat als Innenverteidiger, jetzt hört mal gut zu, 3 Tore vorbereitet beim 5:1 Sieg gegen Pacos. Davor ziehe ich meinen Hut, mein Freund. Das ist sensationell gut. Und jetzt geht's rüber zu einem Spieler aus der Bundesliga. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle und das ist Naldo. Im Derby gegen Dortmund, ich habe es mir natürlich live angeschaut. Das war ein cooles und packendes Spiel. Beim Stand von 1:0 hatte Dortmund und bis jetzt noch nicht so viele Torchancen. Dann gab es noch einen Freistoß für den Schalke 04. Da nimmt der gute alte Brasilianer Anlauf, zündet mit seiner rechten Granate wirklich einen Schuss ab ins linke Eck. Das war Wahnsinn. Hättet ihr euch live anschauen können? Und wenn nicht, Jungs, ihr könnt euch immer die Wiederholung auf YouTube anschauen. Das mache ich auch häufig, weil ich den Fußball einfach liebe, weil ich Fußball begeistert bin. Und jetzt gehen wir rüber, Jungs, zu den nächsten Spieler. Und das ist Vincent Kompany. Was hat der schon wieder gemacht? Beim 3:1 Sieg gegen die Spurs, gegen Tottenham, hat der auf jeden Fall ein Tor vorbereitet. Und das war nicht einfach so ein kurzer Pass oder so. Der hat von seiner Hälfte aus, wo er normalerweise eben verteidigt, hat einen Ball über das ganze Spielfeld gespielt zu Jesus und der hat einfach mal verwandelt. Mit so einem Traum-Assist hat das auf jeden Fall verdient. Digga, was ist los mit dir, Tabak? Nein, auf jeden Fall hat das verdient, ins Team der Woche zu kommen. Jetzt sind wir schon angekommen bei den nächsten Verteidigern und da geht's los mit einem Spieler von Barcelona und das ist Umtiti. Wie der sich bei Barcelona weiterentwickelt hat, ist unglaublich gut anzusehen. Der kam von Lyon, war schon ein großes Talent und jetzt zeigt er, wie Weltklasse der sein kann. Er hat gegen Valencia beim 2:1 Sieg, hat er ein Tor gemacht, aber es könnte bei Barcelona noch einen anderen Spieler geben, der eventuell in ziemlicher Woche kommen wird. Wir werden dazu gleich kommen, seid gespannt. Jetzt sind wir angekommen bei einem Ex-Gunners-Spieler. Er hat bei FC Arsenal gespielt und das ist Debuchy. Wahrscheinlich war die Aussprache gerade wieder super geil, aber nichtsdestotrotz, Jungs, er hat als Rechtsverteidiger gegen Straßburg beim 1:0 Sieg das eine Tor gemacht, somit natürlich Man of the Match gewesen. Er war der Spieler des Spiels und das wäre jetzt bereits, glaube ich, entweder sein zweiter oder dritter in Form. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf und mit diesem Wert ist er schon fast in der Hullet Gang am Start. Schaut euch das an, noch ein Inform, dann hat er überall über 80, das ist richtig heftig. Und der nächste Kandidat ist ein Spieler vom FC Bayern München und dort könnte es vielleicht mehrere Informs geben. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach zu sagen, wer da wirklich am Ende reinkommen wird. Dazu werden wir später auch noch kommen, aber in diesem Fall ist es jetzt Alaba. Und was hat er gemacht? Wir wissen alle, er hat einen starken linken Fuß, aber dass er mit rechts auch schießen kann, war mir persönlich bis heute nicht so bekannt und er hat einfach mal beim 5:1 Sieg gegen Gladbach, hat er so ein Traumtor mit seinem rechten Fuß gemacht. Den hat er so reingezirkelt, mehr oder weniger ins rechte Eck. Jetzt sind wir angekommen bei den Mittelfeldspielern und vorab, Freunde, eigentlich wollte ich vielleicht heute Abend noch ein Team of the Season Video machen, wo ich eben alle Team of the Season Predictions in ein Video reinpacke. Dieses Video wird aber zum Produzieren mindestens wahrscheinlich 5 bis 6 Stunden dauern. Und ich habe heute bereits schon ein Video hochgeladen. Team of the Week Prediction dauert meistens auch 3-4 Stunden. Das ist ja nicht einfach nur die Karten erstellen, das ist auch die Recherche und alles drum und dran und dann am Ende noch das Schneiden. Deswegen seid mir nicht böse, ich werde dann morgen dieses Team of the Season Video hochladen, wo eben alles zusammen in ein Video gepackt wird. Freut euch drauf.
drauf. Aber wie gesagt, ich bin etwas erkältet. Heute das zweite Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und jetzt geht's los mit Isco. Ein Mann, ein Techniker, ein sensationeller Spieler. Bekommt meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Einsatzzeiten von Anfang an bei Real Madrid. Und er hat gegen seinen Ex-Verein Malaga, hat auf jeden Fall ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Am Ende gewinnen sie 2-1. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, er hat am Ende geweint. Besser gesagt, ihm sind die Tränen gekommen, weil er war eben dafür verantwortlich, dass Malaga verliert. Bei seinem Treffer hat er auch nicht gejubelt. Er hat sich ganz im Gegenteil eher bei den Fans entschuldigt. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass Malaga leider absteigen wird. Das tut natürlich den guten alten Isco weh. Aber wer weiß, vielleicht werden sie sich nächste Saison wieder hochkämpfen. Ich hoffe es auf jeden Fall für den Verein. Vor kurzem haben sie auch noch in der Champions League gespielt. Ich denke, ihr könnt euch erinnern, vielleicht gegen Dortmund. Das ist eine krasse Spiel. Gut, das ist jetzt, glaube ich, 4-5 Jahre her. Aber es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Und es geht rüber zu einem Spieler, der heißt Bruno Fernandes. Er hat gegen Belenenses, ich weiß nicht, ob ich den Verein richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall hat er beim 4-3-Sieg ein Tor gemacht, 2 Tore vorbereitet. Und ich finde, diese Karte sieht sehr interessant aus. Der kommt auch vielleicht ins Team of the Season. Und wenn er jetzt an Inform bekommen wird und dann auch ins Team of the Season kommt, wird er vielleicht keine 88er Team of the Season Karte bekommen, sondern zum Beispiel jetzt eine 90er Karte. Und das wäre halt verdammt geil. Und jetzt geht's rüber zu dem nächsten Kandidaten und das ist Correa. Er spielt bei Atletico Madrid, Jungs. Ich denke, die meisten von euch kennen den. Ist noch immer ein junges Talent, hat ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet beim 3-0-Sieg gegen Levante. Normalerweise ist er ein Stürmer, jetzt hat er auf der rechten Mittelfeldposition gespielt. Zum Beispiel hat Versalco als Rechtsverteidiger noch einen Assist gegeben. Wäre natürlich geil, wenn der nochmal ins Team of the Week kommen würde. Und dann springen wir jetzt rüber zu den nächsten Kandidaten. Das sind jetzt noch immer Mittelfeldspieler und da geht's los mit Douglas Costa. Seine Once-to-Watch-Karte würde auf eine 85er hochgehen und was hat er gemacht? Er hat nicht nur ein Assist gegeben, nicht nur 2, sondern 3 Assists in einem Spiel gegen Sampdoria. Das Spiel geht 3-0 aus. Die Torschützen waren Mandzukic zum einen, dann noch Sami Khedira und Hövedes. Das heißt, 2 Deutsche haben auch noch getroffen. Und Hövedes, keine Sorge, Jungs, der könnte auch ins Team der Woche kommen. Später gibt's noch eine Ersatzbank, da ist er nochmal dabei. Und ich denke mal, dass Costa mit dem Tempo, mit dem Dribbling, mit dem Schießwert auf jeden Fall eine sehr interessante Karte sein wird, die, denke ich mal, auch ziemlich überpowered sein wird. Und jetzt kommen wir zu einem Kandidaten aus der türkischen Liga, hat auch unglaubliche Werte und das ist Babel. Soweit ich mich erinnern kann, war er früher mal bei Liverpool tätig, jetzt ist er bei Beşiktaş und er hat gegen Akhisarspor beim 3-0-Sieg 2 Tore gemacht. Und Jungs, bei den türkischen Mannschaften tue ich mir manchmal echt schwer, die auszusprechen. Und alter Schwede, diese Karte, 89 Dribbling, 91 Tempo, eine insgesamt 84er Bewertung, wird auf jeden Fall schmackhaft sein, den mal auszuprobieren. Und es geht rüber zu Angel Di Maria. Ihr werdet es nicht glauben, was am Wochenende jetzt passiert ist. Es war zur späten Stunde, da hat Paris gegen Monaco gespielt und Jungs, es ist 7-1 ausgegangen. Gegen Monaco. Die waren letztes Jahr Meister, stell ich das mal vor. Und jetzt gewinnen sie 7-1, stoßen die vom Thron und sind auch an diesem Tag Meister der französischen Liga geworden. Es könnte zum Beispiel auch noch Pastore kommen, der hat, glaube ich, 2-3 Tore vorbereitet, wäre auch ein Kandidat. Und es geht weiter mit Sandro Wagner. Er will unbedingt bei der deutschen Nationalmannschaft spielen, bei der WM. Ist auch ziemlich selbstbewusst, muss man sagen. In seinem Interview hat er gesagt, also ich gehe davon aus, dass mich Jogi Löw einladen wird. Da bin ich gespannt, ob er das machen wird. Aber mit seinem selbstbewussten Auftreten hat er wieder mal gegen Gladbach 2 Tore gemacht und beide waren Kopfballtore, soweit ich mich erinnern kann. Und ein Tor hat er mehr oder weniger noch vorbereitet. Er hat natürlich etwas zu wenig Tempo, das ist klar, aber sonst ist die Karte wirklich sehr gut. Aber ihr wisst, in FIFA ist das Tempo einfach das A und O. Und jetzt geht's weiter zu dem Spieler von Barcelona. Das ist der andere Kandidat, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und dieser nennt sich Philipp Coutinho, Jungs. Von einem halben Jahr noch bei Liverpool gewesen. Jetzt ist Liverpool im Halbfinale der Champions League und Barcelona ist ausgeschieden. Das ist natürlich eine traurige Geschichte für ihn. Aber ich denke mal, er freut sich trotzdem für seinen Ex-Verein, dass sie so weit gekommen sind. Und Coutinho hat gegen Valencia beim 2-1-Sieg 2 Tore vorbereitet. Bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, dass er kommt, aber 2 Assists und es gibt nicht so viele heftige Spieler diese Woche. Somit könnte ich mir vorstellen, dass EA den auf jeden Fall in die Packs haut, damit die einfach gezogen werden, damit sie wieder Umsatz machen. Naja, wir werden es einfach sehen. Wir müssen einfach abwarten. Mittwoch um 16 Uhr hauen sie meistens dann diesen Post raus und jetzt geht's rüber zu einem Spieler aus der Bundesliga und das ist Volland. In seinen jungen Jahren hat er noch beim TSV 1860 München gespielt. Jetzt spielt er bei Leverkusen, hat gegen Eintracht Frankfurt beim 4-1-Sieg 3 Tore gemacht. Einfach der Wahnsinn. Und jetzt geht's rüber zu den nächsten Stürmern und jetzt kommen noch mal ein paar geile Brocken. Hier fangen wir an mit dem nächsten Path to Glory Spieler und das ist Oliver Giroud. Gegen Southampton wird er eingewechselt. Sie lagen 2-0 hinten. Am Ende gewinnen sie 3-2. Ist einfach Wahnsinn, das Spiel gewesen. Und seine Path to Glory Karte würde wahrscheinlich auf eine 84er hochgehen, aber das gleiche Thema, genauso wie bei Wagner, ist einfach das Tempo, wobei es bei ihm noch viel schlimmer ist. Und Southampton wird vielleicht absteigen.
Das finde ich richtig traurig, so eine starke Mannschaft. Aber naja, was willst du machen? Es geht rüber zu den nächsten Kandidaten und das ist Traoré. Der hat auch eine One-to-Watch-Karte, wie ihr bereits sehen könnt. Er hat beim 3-0-Sieg gegen Amines, hat auf jeden Fall ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Bei ihm ist es auch nicht hundertprozentig sicher, dass sein Team der Woche kommen wird. Er hat als Stürmer gespielt, aber seine One-to-Watch-Karte bleibt natürlich ein rechter Flügel. Und jetzt, Freunde, jetzt wird es richtig spannend. Das ist, finde ich, eigentlich der aufregendste Spieler dieses Team of the Weeks. Und das ist Zaha. Er spielt bei Crystal Palace. Er hat schon bereits einen Inform. Den habe ich in der Roten Foot Champions Version. Die Karte ist schon richtig abgegangen. Jetzt hat er gegen Brighton beim 3-2-Sieg zwei Tore gemacht als Stürmer. Und ich hoffe so sehr, dass EA diese Karte rausbringen wird. Der ist einfach krank. Schaut euch die Stats an. Die sehen phänomenal aus. Er hat ein Dribbling. Er ist beweglich. Er ist groß. Er ist schnell. Er ist Wahnsinn, Mann. Wie immer, Freunde, schreibt in die Kommentare übrigens, welche Spieler ich vergessen habe. Da müsst ihr immer dran denken. Es ist ja keine Kritik, wenn ihr zum Beispiel sagt, Tabak, Digga, du hast den und den vergessen. Passiert natürlich. Und ich kann ja sowieso nicht alle Spieler reinbringen. Aber jetzt kommen wir zur Auswechselbank und da sind noch einige Kandidaten am Start. Da fangen wir an mit Mariano von Galatasaray. Er hat ein Tor gemacht als Rechtsverteidiger. Und der nächste Rechtsverteidiger ist Höwedes für Juventus Turin. Auch das eine Tor gemacht, wie ich bereits vorhin erwähnt habe. Und dann haben wir Alexander Arnold. Der hat ein Tor vorbereitet, wie von anderem Stern. Das war wirklich zauberhaft, die Flanke. Aber er hat allerdings jetzt gerade aktuell eine International Man of the Match Karte. Somit werden wir den wahrscheinlich nicht sehen. Dann haben wir Dabur. Hat einfach mal zwei Tore gemacht, ein Tor vorbereitet beim 6-2 Erfolg. Dann haben wir Kaldirim von Fenerbahce. Kein Tor gemacht, allerdings ein Assist gegeben und war einer der besten Spieler des Spiels. Dann haben wir noch Karbin als Stürmer, drei Tore gemacht. Somit könnte er natürlich auch ins Team der Woche kommen. Jetzt gehen wir zu den nächsten rüber. Und hier geht's los mit Renato Santos. Zwei Tore gemacht als Rechtsmittelfeldspieler. Dann haben wir noch Linsen. Bei dem bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber der gute Kollege hat auch zwei Tore gemacht, ein Tor vorbereitet. Und jetzt haben wir noch Selke. Ihr kennt ihn alle aus der Bundesliga. Hat auch zwei Tore gemacht. Könnte natürlich auch kommen. Jetzt haben wir noch einen Polen namens Grosicki. Auch mit insgesamt zwei Toren. Und jetzt haben wir einen Spieler namens Morales. Er hat eine 10,0er Bewertung. Das ist der Topwert. Und dieser gute Kollege hat als Mittelfeldspieler ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Könnte auch sein, dass er es am Ende ins Team der Woche schaffen wird. Und das war's jetzt mit der Team of the Week 31 Prediction. Ich hoffe wie immer, Leute, dass das Ganze euch gefallen hat, dass ich euch irgendwo unterhalten konnte. Und wenn dem so ist, würde ich mich brutal über eine Bewertung freuen. Rasiert diesen Button unten. Und ansonsten lese ich auch immer gerne eure Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.